Es tun. ihm besser? Genauso wie 14 und so weiter und so fort. Er schläft, schon Deswegen seit gibt wir es auch so zurückgekommen sind. viele Versionen von Final Fantasy VII, die zum Beispiel drei Spiele Talia eine Geschichte sagt, dass er sind. bald wieder bei Kräften ist. Zum Beispiel Final Fantasy VII Crisis Zumindest Core. vorerst. Danach kommt das normale Final Er hat Fantasy etwas auf VII. seiner Brust. Eine Schwellung. Versteinert. Und danach muss, glaube ich, noch irgendwie Integrate oder so kommen. Die Irgendwie Flur. sowas. Deswegen heißen die drei Spiele halt Final Fantasy VII, weil Jeder die was Berg, den miteinander wir zu tun erklimmen, haben. Aber gibt ansonsten. den Blick auf den nächsten frei. Es nimmt kein Ende. Sogar der Himmel scheint sich davor verschließen zu wollen. Also dementsprechend werden die halt nie. Also ich glaube, was heißt nie? Ich glaube es jetzt nicht, dass da ein Cliffhanger gibt. Das wäre sehr Final Fantasy untypisch. Die Macht des Lichts. Glyph hat sich ein Stück Essenz Bahamut einverleibt. Oh, geil. Bahamuts Esperkraft Lichtschwingen beginnt die Beschwörung von Megaflamme. Mega Flair, ein Alter. Joshua wird wohl noch eine Weile schlafen. Übel. Viel Spaß. Giga Flair. Lichtschwingen. Flair-Atem. Und Impuls. Satellit. Beschwöre mehrere Lichtkörper, die jeden Gegner angreifen. Die Kleff mit Magie. Oh, das ist gut. Okay, was brauchen wir? Satellit und Giga Flair. In der Zwischenzeit. Alter, chill doch selbst mal, mein Junge. Ich am besten mal bei Otto vorbei. Post. Oha. Wüstenallianz, okay. Unter vier Augen. Ein schlechtes Bauchgefühl. Wegen Schledorn. Bitte um Unterstützung. Wenn der Postmann 10-mal klingelt. What the fuck? Ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Was zum Geier? Die Buchhaltung. Warum fragt er denn nicht Otto? Lol. Naja, komm, machen wir mal. Wand der Erinnerung. Schwur. Martells Äpfel. Ambrosia Sattelzug. Okay. Gut. Ich würde sagen, solange Justin duschen geht, machen wir mal ein paar Nebenquests tatsächlich. Wir sind nämlich, glaube ich, richtig gut weitergekommen.
Hast du die zwei gesehen, die bei Taya reingetragen wurden? Ja, mit den ganzen... So, erstmal mit Gautier sprechen. Also wenn du mich fragst, braucht sich da was zu sagen. Willkommen beim stillen Stifter. Deine Gönner sind sehr großzügig. Hier, bitte. Bitteschön. Nur für dich. Komm bald wieder, dann habe ich vielleicht mehr. Aha. Clive, hast du den Brief gekriegt? Ja. Warum bin ich hier? Psst. Otto darf uns nicht hören. So, jetzt besser. Etwas. Clive, ich muss dir was sagen. Sieht aus, als wären wir ein wenig im Zahlungsrückstand bei einigen Gläubigern. Und es könnte vielleicht meine Schuld sein. Aber ich dachte, das wäre alles längst abbezahlt. Wirklich. Ich habe da wohl das ein oder andere übersehen. Und auch falsch aufgeschrieben. Ich bringe das alles in Ordnung, versprochen. Es wird nur eine Weile dauern und... Otto darf auf keinen Fall davon wissen. Tja, zu spät, würde ich sagen. Otto! Du bist ja auch hier. Verstehe ich das richtig? Du hast vergessen, unsere Gläubiger zu bezahlen? Und kommst damit nicht gleich zu mir, sondern wendest dich an Clive? Und er soll dir jetzt da also raushelfen. Clive! Er hat den Ort aufgebaut, den du gerade fröhlich ruinierst. Und du dachtest, das wäre ein guter Plan? Wirklich? Ist gleich zum Chef gegangen. Wem schulden wir was? Ach, nur Martha. Der Madame und auch, Charon. Aber nur 500 Myriaden. Wir schulden drei unserer engsten Verbündeten 5 Millionen Gil? Ja. Jedem davon. 5. Sie haben uns den Großteil des Geldes für den Wiederaufbau geliehen und da muss mir wohl was entgangen sein. Die Buchhaltung war meine Aufgabe. Und ich bin derjenige, der sie dir anvertraut hat. Es ist meine Schuld. Haben wir das Geld? Wenn nicht, kann ich meinen Onkel fragen. Nein, tun wir nicht. Und nein, wirst du nicht. Wir haben Lord Rosfield schon genug geschröpft. Er hat uns so großzügig beschenkt. Da werden wir nicht auch noch bei ihm betteln gehen. Außerdem, wir müssen lernen, selbst zurechtzukommen, wenn das Versteck überleben soll. Na gut. Aber du musst das Problem trotzdem nicht allein lösen. Kann ich dir irgendwie helfen? Vielleicht ja. Bringst du die hier für mich zu Martha und Madame? Steine. Steine, sagt er. Bring ja auch nur schlappe 1000 Myriaden pro Stück. Die haben Sid und ich damals auf die Seite gelegt. Für schlechte Zeiten. Und ich denke, 15 Millionen fällige Schulden kann man getrost so nennen. Hoffen wir, dass unsere Freunde sich etwas besser auskennen als du. Da bin ich sicher. Eigentlich sollte ich selbst gehen. Aber du weißt ja, wie es hier ist. Einer muss ja Anweisungen und Arschtritte geben. Ich weiß. Deswegen übernehme ich das gern für dich. Gautier, warum wohl hat unser Clive jetzt nur 2 Sternrubine? Weil du möchtest, dass Charon mich umbringt? Um ihn würde es mir nämlich leid tun, ja. Um ihn würde es mir leid tun. Dann sehen wir uns hoffentlich bald. Keine Sorge. Charon wird sicher Verständnis haben. Wirklich? Sicher. Ganz im Ernst? Nein, eher nicht. Die Leute in den Dörfern tun mir. Die Leute im Versteck munkeln, dass der Himmel ein wahnsinnig macht. Wo kann ich denn zur Weltkarte hier? Warum kann ich? Alle sind nervös. Red ihnen das schleunigst wieder aus. Oh, ist doch scheiße. Otto, wie ist die Lage? Die Lage?
Eigentlich wie immer. Abgesehen davon, dass es keine Mutterkristalle mehr gibt und der Himmel aussieht, als würde er uns auf den Kopf fallen. Und Gav? Der ist mit deinem Onkel nach Kanva und hilft dort mit ihren Plänen. Als das Wetter umgeschlagen hat, habe ich einen Stolas geschickt. Noch kam keine Antwort. Gibt's denn gar nichts Erfreuliches? Kommt drauf an, was du unter erfreulich verstehst. Also nichts. Was denkst du, sollen wir tun? Was? Ich hab schon wieder vergessen, auf Aufnahme zu drücken, ich Vollidiot. Die Denkarbeit überlasse ich den klugen Köpfen. Vielleicht haben Vivian und Harpo sich schon Gedanken gemacht, was jetzt auf uns zukommt. Vielleicht aber auch nicht. Frag sie am besten selbst. Gut, mach ich. Gut. Darf ich jetzt endlich? Noch. Jedes Mal, wenn du das Versteck verlässt, stelle ich mich innerlich schon auf die nächste Katastrophe ein. Das Los des Dominiums ist aber nicht deine Schuld. Wer hätte ahnen können, was der Prinz tun würde? Tut mir leid, dass ich es nicht verhindern konnte. Meine Landsleute sind stärker, als du denkst. Ein paar eingestürzte Türme werden ihren Willen nicht brechen. Sie werden sich bald davon erholen. Das hoffe ich. Sieh uns an, als hätten wir nichts Besseres zu tun. Trübsalblasen führt uns schließlich nicht zu einem Ausweg aus dieser Misere. Du glaubst, es gibt einen Ausweg? Vielleicht. Um ihn zu finden, müssen wir allerdings zunächst die Fakten analysieren, die uns bekannt sind. Unter dem unheilvollen Himmel breiten sich Furcht und Verunsicherung in Valisthea aus. Natürlich hatte das Land rund um die Mutterkristalle schon vor deren Fall zu welken begonnen. Doch nie wie jetzt. Die Kristalle, die Brunnen gefüllt und Herde befeuert haben, sind auf einmal so nutzlos wie funkelnde Felsbrocken. Und die Splitter, die die Menschen bei sich tragen, spenden nicht das ersehnte Licht, das sie vor der Finsternis schützt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis alle glauben, dass uns der Untergang der Welt bevorsteht. Allerdings befürchte ich, dass uns ein schnelles Ende verwehrt bleiben wird. Denn während große Teile der Welt verdorren, werden andere von Äther überschwemmt. Und alles, was lebt, wird akasisch. Eine Marsch dieser seelenlosen Horden würde selbst die stärkste Nation nicht standhalten können, wenn sie sich nicht auf rettende Magie verlassen kann. Rosaria und das Eiserne Königreich drohen zusammenzubrechen, während Sanbrek seit der Tragödie von Dichasia in Starre verfallen ist. Um Dalmekia steht es nicht besser. Es heißt, dass die Minister nach dem Fall Drachenfangs die Hauptstadt fluchtartig verlassen und somit den Niedergang ihrer geliebten Republik besiegelt hätten. Balut scheint hingegen einem Plan zu folgen. Denn die Einherja wurde vor der Küste Stürms gesichtet. Du siehst, die Welt versinkt im Chaos. Wie sich herausstellt, ist unsere Zivilisation kaum mehr als ein zerbrechliches Kartenhaus, das bei der nächsten Erschütterung in sich zusammenfallen wird. Ein Kartenhaus. Nicht meine beste Analogie, aber treffend. Die Berichte unserer Leute waren weitaus direkter im Ausdruck. Ohne den Schutz ihrer Nation müssen die Menschen sich selbst den Kräften entgegenstellen, die ihnen ihr Eigentum entreißen wollen. Und das kann nur zu einem Ausgang führen. Einen Gutshof gegen ein paar Chocobo-Diebe zu verteidigen ist eine Sache. Doch eine Armee lässt sich nicht mit Mistgabeln und Holzzäunen aufhalten. Sollte der König von Valut einmarschieren, gäbe es keinen Widerstand. Außer von uns.
Gut, dann will ich nochmal mit Hippokrates sprechen, aber das war echt eben der Hammer. Die Fusion vom Phönix und von Ifrit war einfach super. Ich hoffe, dass ich bald, wenn ich jetzt hier mit den Leuten ein bisschen gesprochen habe, wenn ich da ein bisschen, dass ich mal ein bisschen schnell reisen kann. Ich würde nämlich gerne mal ein paar Nebenquests machen. Ich meine, ich kann die nicht umsonst aufnehmen. Ist das ein Gewitter, was da kommt, Sid? Ja. Lasst mich raten. Ihr möchtet mich über den Himmel befragen. Das habt ihr beeindruckend kombiniert. Alter Mann, wenn du wüsstest, wo ich mit Ifrit und mit Phönix gerade um Luft gekämpft hat. Den Wolken angeht. Dazu werden euch die Gefallenen mehr Antworten geben, als ich es je könnte. Und am sechsten Tage rissen die Götter die Sonne vom Firmament und brachten Dunkelheit über ihre hochmütigen Kinder. Sicher wurden die Sünden von Semekis auch euch in eurer Kindheit eingebläut. Wollt ihr etwa sagen, dass Ultima einer dieser Götter war? Nun, die Kräfte, die er besitzt, würden Sterbliche als göttlich betrachten. Er ist alles andere als göttlich. Er wäre nicht der erste Gott, den Grausamkeit auszeichnet. An Erzählungen mangelt es uns zwar keineswegs, doch historische Aufzeichnungen zu den Sünden finden sich kaum. Moss, der Chronist, wusste sicher mehr dazu. Bedauerlicherweise liegen mir seine Notizen nicht vor. Bitte verzeiht mir, Clive. Das kann ich nicht. Denn es gibt nichts zu verzeihen. Ihr steht uns immer mit so viel Wissen und Weisheit bei. Dafür stehen wir tief in eurer Schuld. Mal sehen, was Otto zu Viviens und Hippokrates Überlegungen zu sagen hat. So, ich muss jetzt was zu Martha und Isabel bringen. Aber das Spiel sagt nein. Ist doch blöd. Ich will einfach mal ein paar Nebenquests machen. Gut, ist halt schade, dass Bahamut nicht überlebt hat. Vor allem will ich mal die Kräfte von Bahamut austesten. Clive, wir haben ein Problem. Ja, was denn? Nur eins? Was denn auch, Son? Mal was Neues. Hast recht. Im Grunde sind es drei. Ja. So viele Stolas sind hier nämlich gerade reingeflattert. Vor Marthas Toren scharen sich wohl Akasische und Isabel lässt uns wissen, dass die Gegend um Nordstedt von Monstern heimgesucht wird. Und Dalimil auch. Lubor sagt, Banditen hätten sie überfallen. Das hat noch gefehlt. Was zu tun, endlich! Die Fluchbrecher haben im Dominium gerade schon alle Hände voll zu tun. Und selbst wenn ich sie erreichen würde, kämen sie wohl zu spät, um noch helfen zu können. Das bedeutet, es kommen nur zwei Leute in Frage. Ich und Jill. Machen wir uns schnell. Hey, was mit unserem Hund? So. Ja, ich weiß. Aber vorher will ich noch mal den Schmied angucken. Wo wir uns sehr gut bei Götz eingekleidet haben, das steht auf jeden Fall außer Frage. Clive. Alles, aber wie sagt... Ja. Sag doch gleich, dass du was kaufen willst. Du machst mich noch arm, mein Junge. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Ich hoffe, du hast es passend. Warum heulst du denn da so rum? Komm wieder vorbei. Oder auch nicht. Mir ist es gleich. Hm. Willst du was schmieden? Oh.
war's das. Gut. Gut, wir müssen sowieso die Probleme lösen. Ich würde jetzt einfach mal die ganze Quest hier annehmen. Und mal ein bisschen was machen. Ich muss unbedingt den Stream im Nachhinein runterladen, weil ich voll Idiot vergesse, das die ganze Zeit auf Aufnahme zu drücken. Sieht aber gut aus hier mit den Bäumen. Was wird jetzt aus dem Garten? Wir stehen das durch, Mattel. Ah, das schafft er schon. Dem habe ich aber schon länger nicht mehr gesprochen. Sid, ich weiß, wer im Versteck lebt, soll seine Vergangenheit hinter sich lassen und sich der Zukunft zuwenden. Das stimmt. Und doch, es geht darum, dass... Nun, ich weiß, du stammst aus Rosaria und ich brauche jemanden, der mit der Gegend vertraut ist. Auf den herzoglichen Wiesen wächst eine Vielfalt an Heilpflanzen, die es sonst nirgends gibt. Darunter eine Blume namens Nixenkelch, mit der sich die Wirksamkeit von Arzneien steigern lässt. Meine Jugend verbrachte ich zum Üben im Burghof. Mit Pflanzen kenne ich mich nicht aus. Verstehe. Weißt du, viele Arzneien, die wir hier brauchen, müssen wir von weit her heranschaffen. Und wenn sich eine Lieferung verspätet, dann leiden die Kranken. Würden wir diese Blume finden und hier züchten, könnte das viele Leben retten. Aber wie du weißt, sind die Kaiserlichen überall. Und für einen schlechten Kämpfer wie mich wäre die Suche zu gefährlich. Ich weiß, wie beschäftigt du bist und verlange nicht, dass du dich extra für mich auf den Weg machst. Aber solltest du aus anderen Gründen in Rosaria sein, dann... Klar. Kannst du mir beschreiben, wie die Blume aussieht? Das machen wir doch gerne. Aber sicher. Meinen Heilkundebüchern nach sind die Blüten der Blume gelb und in etwa so groß wie ein Goblinauge. Und sie wächst wohl am Kloster St. Gledemond. Damit mir das Anpflanzen hier bei uns gelingt, brauche ich mehrere Exemplare mit intakten Blüten, um Samen daraus zu gewinnen. Ach, eins noch. Der Duft der Blume soll unglücklicherweise auch eine anziehende Wirkung auf wilde Kreaturen haben. Sicher keine gefährlichen, hoffe ich. Ich verstehe. Kuchen, oh, geil, Kuchen. Gut. Die anderen, Martha und Isabel, sind, ja gut, das würde jetzt auch Sinn ergeben, warum ich da nicht reisen konnte. Jetzt will ich schon mal hinten zu der kleinen Blonden. Pflaumenstreusel gucken. Oh, mit Schlagsahne. Du bist so ein Arschloch. Ich habe gehört, der hab jetzt so Bock drauf. Wir werden alle sterben, hört ihr? Die Arkasischen kommen und sie werden nicht ruhen, bis sie uns alle niedergemetzelt haben. Woher willst du wissen, dass sie je hier ankommen? Hast du schon mal einen von denen schwimmen sehen? Oh mein Gott, das ist lustig. Ach, dieses ganze Gejammer auf wegen eines Monsters. Oh, Sid, da habe ich ja Glück, dass du gerade hier bist. Du bist nämlich der Einzige, der mir jetzt noch helfen kann. Was die Frage ist, will ich dir helfen? Ach, es geht um diesen Alembik, den ich gerade für mitbaue. Ein fantastisches Gerät. Du hast eine Flüssigkeit, dann rein damit. Und sie ist im Nu destilliert. Das Problem ist, dass sich nur ein Teil der Verunreinigungen damit filtern lässt. Und für unsere Zwecke reicht das nicht aus. Deshalb arbeite ich an einem Filter, der wirklich alles rausbekommt. Was meinst du? Würdest du mir dabei helfen, das Material dafür zu beschaffen? Na klar. Diesen Alembik könnte Taya sicher auch gut gebrauchen. Zum Herstellen von Arzneien. Also gut, warum nicht? Wunderbar, vielen Dank. Was fehlt dir denn genau für diesen Filter? Da kommst du nie im Leben drauf. Bomberasche. Eine kleine Menge davon hat sich Mit wohl in der Universität geliehen. Ich habe natürlich nicht weiter gefragt. Bomberasche. Das Zeug ist wirklich einzigartig. Selbst die schwarze Brühe aus dem See wird damit klar.
Also habe ich mich schlau gemacht, wo wir mehr davon bekommen können. Also ein Kohlefilter. Und weiter bin ich nicht gekommen. Die Asche kriegt man nämlich nur aus den Überresten von Königsbombern. Ah, das sind diese One-Hit-Wichser. Wenn du so gütig wärst. Und wenn ich überlebe. Ich habe gerade erst einen Anschlag am Jagdbrett für einen gesehen. Ich würde ja selbst gehen, aber fiese Feuerbälle erlegen ist nicht gerade meine Stärke. Ich glaube, das liegt dir besser. Ist gut. Ich versuche mal mein Glück. Vielen Dank und frohe Jagd. So, und wo ist das Blondchen hin? Weg. So, gut. Was haben wir jetzt? Finde mit Hilfe des Jagdbretts den Königsbomber. Na, dann wollen wir mal. Hm? Ja, ja, ist ja gut, Kupo. Königsbomber. Ich habe keine Ahnung. So, hier müssten wir eigentlich auch mal was machen. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Nee, ne? So, dann wollen wir mal gucken. So, finde mit Hilfe des Jagdbretts den Königsbomber. Nordstedt. Na, machen wir mal. Ist wahrscheinlich jetzt durch das ganze Hin und Her, werden wir jetzt von A nach B gescheucht. Erst reden wir mit Isabel. Auf der anderen Seite der Mauer soll es angeblich... Ich habe es selbst gesehen. Ganz Oriflamm ist... So, wollen wir mal gucken. Vier Männer hat der Hauptmann. Zwei sind zurückgekehrt. Ich schaffe das nicht. Ich kann nicht... So. Darf ich auch überhaupt ins Freudenhaus rein? Milord. Milady. Madame hat uns benachrichtigt. Es sollen seltsame Wesen gesichtet worden sein. Mit blauen Augen, ja. Wie Akasische, aber anders. So viele sind tot. So viele. Akasisch, aber anders? Ultimas Schergen. Geht es Madame gut? Wo ist sie? Nicht hier. Sie wollte zur Garnison und fragen, was sie vorhaben, dagegen zu tun. Dann suchen wir sie dort. Gut, was haben wir hier? Wir müssen da theoretisch sowieso raus. Das Schöne ist, wir können jetzt auch gleich das Zeug zu Isabel bringen. Isabel ist ja die Madame. Madame, bitte! Diese Wesen haben die halbe Garnison erwischt. Heute Morgen sogar den Kommandanten. Wir haben Verstärkung angefordert, aber seit Tagen kein Wort aus Oriflamm oder dem Dominium. Was sollen wir denn noch tun? Eure Pflicht sollt ihr tun. Meine Leute im Schleier vertrauen auf meinen Schutz. Und ich werde sie schützen. Ich trage die Verantwortung, also ist das meine Pflicht. Falls ihr es vergessen habt, für die Stadt und ihre Menschen tragt ihr die Verantwortung. Noch wichtiger ist, sie gehören doch zu euch. Eure Schwestern, eure Brüder, eure Geliebten. Ihr müsst euch entscheiden. Werft eure Schwerter weg und seht uns beim Sterben zu, oder ergreift sie und tut, was ihr könnt. Ihr wisst, dass sie recht hat. Das hier ist alles, was uns bleibt. Was uns noch bleibt, ist unser Leben. Sollen wir das etwa auch noch verlieren?
Wie ein Hund im Dreck leben? Gar nicht. Komm, der Kommandant hatte doch ein Fass auf Vorrat. Lass uns bei einem Weinchen reden. Von mir aus. Wein trinken. Ich spreche mit ihm. Ich würde sagen, die Puffmutti hier, die Madame, ist ja die Chefin des Freudenhauses. Ach, Clive, ich hatte euch gar nicht so schnell erwartet. Daher wollte ich mich selbst darum kümmern. Du hast dein Bestes getan. Aber vielleicht brauchst du ja doch Hilfe. Wie schön, dass du dich fragst, was ich brauche. Was zum Geier? Wir brauchen eine Ahnung, woher diese Wesen kommen. Wenn man die Überlebenden so hört, könnte man meinen, sie kämen aus dem Nichts. Vielleicht stimmt das. Wer weiß das schon noch in diesen Tagen? Reden wir mit ihnen. Ich kann schon verstehen, dass die Soldaten den Mut verloren haben. Wenigstens kümmern sie sich um die Verletzten. Ey, ich wollte den Hund streicheln. Komm her. Alles gut? Ja, dem geht's gut. Der ist glücklich. Sprechen wir mal. Monster. Es hat dem Hauptmann den Kopf abgerissen, ehe er überhaupt sein... Autsch. Hast du die Wesen gesehen, die das getan haben? Wesen? Ja, ich... Sie kamen aus dem Nichts. Erst haben sie Joseph angegriffen, dann mich. Und auf einmal... weg. Wo ist das passiert? Auf der Straße von Oriflam. Wir waren in der Nähe von Moor. Als... Wo ist Joseph? Alles wird gut. Ruh dich jetzt aus. Mhm, nicht so geil. Kam also aus dem Nichts. Oh, fuck. Du bist von der Garnison? Was ist passiert? Ich hab Familie in Moor. Ich hab gehört, die Ätherflut nähert sich. Und wollte sehen, wie es ihr geht. Eine Horde leuchtender Monster hat mich überrumpelt. Ich bin geflohen. Ätherflut. Hab's nie bis zum Dorf geschafft. Überlass das uns. Wenigstens wissen wir jetzt, wo sie sein könnten. Gehen wir nach Moor. Hab keine Angst mehr. Tja, ich würde sagen... Hast du einen Plan? Da gibt's Ärger. Hat den Kopf verloren und deswegen sein Leben. Sie können gerade noch so entkommen. So, die Frage ist jetzt eher... So. Auf geht's. Let's go. Jill, kommst du mit? Super. Schneller. Hopp, hopp, hopp. Vogel im Galopp. So, löse die Probleme von Nordstedt, Dalimil und Marthas Rast. Wir müssen aber noch Martha und Madame oder Isabel mit ihr sprechen. Das ist, ja, ist ein Ätherwesen sozusagen. Ultimas Schergen. Mach dich mal lieber vom Acker. Braves Mädchen. Clive, dort. Schon gesehen. Vorsicht! Ach, Quatsch. Schon dich lieber. Ja, stimmt. Die Jill hatte Schiss gehabt und wollte jetzt ihren Domini rufen. Stimmt. Ja, aber...
Komm. Komm. Put. Bam! Das war's. Alter Schwede. So, weg mit dir, du Lappenlurch. Ich habe dafür mehr Talentpunkte bekommen als für den Kampf gegen Bahamut? Ob noch mehr kommen? Es kommen immer mehr. Aber hier haben wir wohl für den Moment alles getan. Dann zurück zu Isabel. So. Muss ich jetzt selbst zurücklaufen oder? Nee, automatisch, ne? Also die Bahamut-Fähigkeiten, die sind mächtig, aber interessant. Ich würde die Feuer- bzw. Phönix-Fähigkeiten gerne austauschen. Wir danken euch. Aber ich glaube, damit kriege ich ein Problem vom Justin. Mit dem Justin. Viel mehr. Ihr müsst euch verteidigen. Das werden wir. Das stimmt doch, Kommandant. Ja, Milady. Die Männer stehen bereit. Philipp hat einen Großteil der Garnison davon überzeugt zu bleiben. Fürs Erste zumindest. Als ihnen klar wurde, dass sie in Madames Gunst stehen würden, fiel ihnen die Entscheidung viel leichter. Ach, mach Sachen. Nicht gerade die edelsten Beweggründe, aber wenn es das braucht. Für mich war die Entscheidung klar. Ich wurde Soldat, um meine Liebsten zu schützen. Und dazu zählt auch die Frau, die vor mir steht. Oha. Stattlich und ein Kavalier. Nun, lass uns gehen. Die Pflicht ruft. Ich muss die Wache einteilen. Milady? Interessant. Keine Sorge, ich bin nicht dumm genug zu glauben, all meine Probleme wären damit gelöst. Aber wenigstens eines. Also habe ich jetzt eines weniger als gestern. Nochmal vielen Dank, Clive. Auftrag abgeschlossen. Alter, 500. Philipp wird ein guter Hauptmann werden. Er erinnert mich ein wenig an dich, Clive. Nur ohne deine finstere Miene. So, wollen wir mal gucken. Ist doch scheiße, dass der ganze Mist hier geblockt ist. Ich will die Nebenaufgaben machen. Tatsächlich. Aber ich glaube, die Martha hat Größe, hat mehr Probleme. Martha. Die haben nämlich nicht so schön, die haben nicht so dicke Mauern. Gleichfalls, Clive. Jill? Otto hat gesagt, dass ihr Probleme habt. Ärger mit Akasischen? Einen Riesenärger sogar. Nachdem der Himmel dunkel wurde, haben wir von ihnen Besuch bekommen. Es waren so viele. Sie wollten auf den Hügel. Geschafft haben es zwar nur ein paar, aber das waren schon genug. Der Rest ist immer noch dort unten. Wir haben zwar willige Kämpfer, die sie zurückhalten, aber es sind einfach zu wenige. Ah, das machen wir schon. Was denkst du, Clive? Rein ins Getümmel. Kämpfen sollten. Auf jeden Fall. Auf euch ist immer Verlass. Na klar, Mäuschen. Ich brauche euch am gefallenen Tor. Dort sind die Kämpfe am schlimmsten. Wir rasieren da einfach komplett durch. Dass ihr helfen wollt. Die Männer werden sich sicher freuen, euch zu sehen. Schon unterwegs. Wir müssen uns dort eigentlich nur in unsere S-Bahn theoretisch verwandeln. Sind so viele, wie Martha sagt? Ja,
Da bin ich mir auch, bin ich auch relativ von überzeugt. Meinst du, die kommen wieder? Sore in Nordrosaria? Warte mal. Gehen wir erst hier hin, ha? Na, kommt her, ihr Lümmel. Wir müssen noch diese Pflanzen finden. Clive, Verletzte. Wir kümmern uns zuerst um die Akasischen. Ach komm schon, das war ein Witz. Alter, dieser flammende Strahl, ey, diese extreme Entladung. Einfach der Hammer. Die sehen nicht aus wie angeheuerte Söldner. Falls ihr hier stehlen wollt. Nein, ihr irrt euch, Lord Rossfield. Wir sind auf Marthas Geheiß hier. Ihr kennt meinen Namen. Vergebt mir, Milord. Bitte lasst uns alles erklären. Wir gehören zu den Hütern der Flamme. Waits Männer? Aber warum seid ihr hier? Und wo ist Sir Wade? Er ist mit einem Spähtrupp aufgebrochen, um herauszufinden, woher die Akasischen kommen. Verstehe. Bringt die Verletzten zurück. Auf jeden Fall. Martha wird sich um sie kümmern. Erinnere mich dran, den Stream runterzuladen. Ich habe nämlich viel zu viel Videomaterial vergessen aufzunehmen. Das wird für die YouTuber natürlich ein bisschen, für die YouTube-Schauer ein bisschen blöd. Dann haben wir nämlich Übertragungsrate bei Twitch nämlich ein bisschen geringer von der Bittiefe her als Banditen zu halten, die Video. Schöne Belohnung nach ihrem Kampf gegen die Horde. Wann sind Wade und seine Männer eingetroffen? Kurz nach dem Fall von Rosalith. Sie haben mich gebeten, ein paar ihrer Heimatlosen aufzunehmen. Sie wollten gerade weiter, als sich der Himmel verfärbte. Und von da an saßen wir im selben Boot. Martha! Ärger! Der Spähtrupp ist fast am Lift! Aber die Akasischen sind ihnen dicht auf den Fersen! Und sie haben Verwundete dabei! Sie schaffen es nicht! Verdammt nochmal! Wir übernehmen das, Martha. Kümmere dich um die Verletzten. Wer noch kämpfen kann, soll zum Lift kommen. Mach ich. Passt auf euch auf. Stimmt, welches Spiel ich auch noch anfangen müsste, was mir wahrscheinlich sogar richtig gut gefallen könnte. Also ein bisschen Red Dead Redemption Online. Red Dead Redemption. Das habe ich auch nie gespielt. Ich werde jetzt mal die Heilpflanze suchen, damit das Ding hier wegkommt. Aber ich muss da sowieso runter. Ich habe sogar Red Dead Redemption 2. Habe ich sogar auf Steam, müsste ich es haben. Ja. Was braucht der denn für einen Rechner? i7-4770K 12 GB RAM. Das ist eine Menge. Ohne 1060 mindestens. Empfohlen, Entschuldigung. Knappe! Bring all die, die noch laufen können, mit dem Lift zu Martha! Was ist mit... Das war ein Befehl, Oscar. Sir. Sir Wade. Lord Rossfield. Was für ein willkommener Anblick.
Martha meinte, ihr könntet Hilfe gebrauchen. Und wie es aussieht. Wir wollten uns vorbeischleichen. Wir wussten nicht, dass es so viele sind. Wie denn auch? Hinter euch! Ah, die waschen die Suppe. Mist! Die Verletzten sind hier nicht sicher. Können wir ihnen Zeit verschaffen? Wir können es versuchen. Das ist die Rache der Schildkröte aus Elden Ring. Aber immer. Dann tun wir unsere Pflicht. Hab schon Gigaflare. Au! Ich finde das echt beschissen. Ja, die können richtig Aua machen. Nicht aufhören. Das ist eine Cards Against Humanity Anlehnung. Okay. Ich glaube, ich verstehe es. Jemand verletzt? Ich glaube nicht. Alles gut. Schon wieder habt ihr mich aus den Flammen gezogen. Ein Jammer, dass sie mich magisch anziehen. Anscheinend kommt so. Anschließend kommt so ein Vieh vorbei. Ja. Sir Wade. Ihr seid ein Schild. Durch und durch. Da war's mal ganz schnell. Wie ich sehe, seid ihr unversehrt. Die schnappt gerne nach Würmchen. Ist was passiert? Die Späher haben Rauch über Eastpool aufsteigen sehen. Dicht und schwarz. Eine zweite Horde. Also bringen wir es zu Ende? Immer. Wir gehen sofort nach Eastpool. Könnt ihr euch um die Verletzten kümmern? Das schaffen wir schon. Ich folge euch, sobald ich kann. Viel Glück. Ach. Passt schon. Kümmere dich um Martha. So, ich will hier aber nochmal... Ich will dir nochmal Dingsbums holen. Die Pflanzen. Gesellschaft. Der bleibt aber nicht ewig, oder?
Der Stich ist einfach der Hammer. Den könnte ich komplett durchspammen. Hallo, Chocobos. Trauerbucht ist sehr feucht. Vielleicht feucht genug für Nixenkelche. Wir sind nicht allein. So, machen wir mal. Auftragsziel in der Nähe. Ich will mal gucken, was. Da vorne sehe ich was Gelbes. Sicher Nixenkelche. Dass die Blumen wilde Kreaturen anziehen, scheint jedenfalls zu stimmen. Mega Flair. Ja, komm. Alter, die Drachenschwingen sind Hammer. Machst du überhaupt Damage, Mädchen? Ich will mich ja nicht beschweren, aber. Gelbe Blüten. Nixenkelche, keine Frage. Gut. Ich sammle so viele wie möglich. Wer weiß, was. Dieser Duft hat etwas Vertrautes an sich. Erinnert mich an früher. Ja, dann nimm doch alle mit. Reiß sie mit der Wurzel raus. Von Goblins habe ich nämlich genug. Ach, die ist noch ganz knuffig. Ich habe nur ein bisschen viel Heiltrankleben verloren. Ich würde auch gerne wissen, warum. So, wo muss ich hin? Dahin. Warum kann ich nicht einfach einmal X drücken? Warum muss ich immer so lang gedrückt lassen? Ist doch nervig. So. Löse die Probleme bei Marthas Rast. Ja, dass die Probleme haben, ist klar. Der Grund, warum. Euer Mut in Ehren, Leute. Aber wenn du halt so erschöpft und kaputt und verletzt bist, dass du kotzt, bringst du mir an der Front auch nichts. Zur Rast. Wir müssen sie aufhalten. Die anderen sind noch nicht bereit. Oh, nicht die Chocobos.
Verzeiht, Milord. Habe ich was verpasst? Oh, ein bisschen Spaß. Nur Runde 1, Sir Wade. Bereit? Oh, diese Fickfotze hat sich echt wegteleportet. Ach, ärgerlich. Seht ihr noch welche? Nein. Ich glaube, das waren die letzten. Es wird nicht lange dauern, bis die nächsten kommen. Dann kehren wir zurück, solange wir noch können. Naja, komm. Oh, so ein Marathon, so ein Kampfmarathon wäre auch mal lustig. Und dann kriegt man Gold, je nachdem, wie lange man durchhält und kann so ein bisschen Gold oder sowas farmen. Das hat mir bei Warframe eigentlich ganz gut gefallen. Das gleiche wie Sir Wade. Reichlich akasische. Nun, woher sie auch kamen, jetzt sind sie weg. Die Späher sagen, das Tiefland ist sicher. Hoffentlich haben wir Zeit, unsere Wunden zu lecken. Wie viele Kämpfer sind verletzt? Das hört sich so falsch an mit der. Viel weniger als befürchtet. Ein Glück. Der Sieg war hart erkämpft. Doch solange der Himmel finster bleibt, wird die Zahl der Akasischen nur weiter zunehmen. Die Frage ist nicht, ob die Horde zurückkommt, nur wann. Und wenn es soweit ist, müssen wir bereit für sie sein. Das schaffst du. Von hier können wir die Umgebung überblicken und uns gut verteidigen. Wir sollten die Rast als Stützpunkt nutzen. Was meinst du, Martha? Du hättest mehr Männer zum Schutz. Nun, wenn du es so sagst, natürlich können sie bleiben. Na klar, Martha, komm schon. Mehr Männer um dich herum, ist doch schön. Da kann selbst eine Juna nicht Nein sagen. Gestandene, ehrenvolle und anständige Krieger. Keine bösen Halunken, die einfach sich nur das Geweih abreiben wollen, sondern ordentliche Leute. Ich habe keine Ahnung, was dieses 50.000... Ich möchte euch jemanden vorstellen. Okay. Oscar, komm her. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen, Lord Rossfield. Ich bin Oscar. Oscar vom Haus Murdoch. Murdoch? Ich wusste nicht, dass der Kommandant Kinder hat. Oh, hat er nicht. Aber sein Bruder... Mein Vater schon. Ich bin Sir Rodneys Neffe. Na nun mach schon. Du musst ihn selber fragen. Ja, Sir Wade. Wenn es euch beliebt, Lord Rossfield, nehmt mich bitte als euren Knappen. Ich möchte die Pflichten eines Schildes vom Besten lernen. Ich muss dich leider enttäuschen.